Impfen, testen und Kontaktpersonennachverfolgung. Das ist die Strategie, die die Stadt Augsburg fährt. Und dazu gehört unter anderem auch testen, viel mehr testen. Deswegen sind seit dem 1. März zwei Schnelltestzentren im Stadtgebiet an den Start gegangen. Einmal in der Maximilianstraße und zum anderen an der Plärrerwache. Damit wollen wir den Augsburgerinnen und Augsburgern die Möglichkeit geben, sich total schnell, unbürokratisch, ohne Voranmeldung testen lassen zu können, um damit eben ganz frühzeitig Infektionsketten zu unterbrechen. Sie können sich testen lassen in den beiden Schnelltestzentren. Eins davon in der Maximilianstraße 59 im ehemaligen Leopold-Mozart-Konservatorium. Und zwar von Montag bis Freitag von 7 bis 15 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr. Das zweite Schnelltestzentrum ist hier in der Schwimmschulstraße auf dem Plärrer in der Sanitätswache des Roten Kreuzes, betrieben von der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen, von Montag bis Freitag nachmittags dann von 16 bis 20 Uhr und am Samstag ebenfalls von 10 bis 18 Uhr. Sie kommen zu den Öffnungszeiten in einem der beiden Schnelltestzentren. Sie geben uns Ihre Daten, das können wir auch über die Krankenkassenkarte machen. Dann wird der Abstrich gemacht, entweder über die Nase oder über den Rachen. Nach 15 Minuten bekommen Sie dann das Ergebnis. Das Ganze ist umsonst, kostenlos und geht relativ schnell mit einem Ergebnis dann hier nach Hause. Der Unterschied, sagt schon der Name, der Schnelltest ist in 15 Minuten fertig. Sie haben dann ein Ergebnis. Sie können das vor der Arbeit oder nach der Arbeit in einem der beiden Schnelltestzentren machen. Allerdings birgt er eine kleine Unsicherheit. Das heißt, bei einem positiven Ergebnis muss noch ein PCR-Test hinterher gemacht werden.